Herzlich willkommen hier zurück in der Talk Lounge beim Longines Pfingstturnier in Wiesbaden. Bei mir ist jetzt Ulrich Hensel. Er ist hier Lokalmatador und in der Springprüfung in der Small Tour und im Großen Preis unterwegs. Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Du warst gerade schon gut platziert in der Small Tour. Bist du zufrieden mit dir und deinem Pferd? Ja, ich bin sehr zufrieden. Gestern hatten wir nicht ganz so den guten Start, ein bisschen Unglück gehabt, aber heute dann direkt gut angefangen. Dritter Platz war für mich schon mal ein guter Auftakt heute. Sehr gut. Und wie steht's um den großen Preis? Ja, also Europa ist eigentlich sehr fit, sehr heiß, voller Energie. Also ich denke mal, es gut drauf für heute Nachmittag und dann wollen wir hoffen, dass alles gut geht. Raphael Netz hat vorhin erzählt, er hat früher immer schon hier gesagt, hier will ich später auch mal reiten. War das bei dir auch schon so? Bei mir war das auch schon so, ja, weil ich mein erstes Turnier hier in der U25-Tour hatte und seitdem Wiesbaden ist einfach so ein tolles Turnier und so eine tolle Kulisse, das ist einfach fantastisch und deswegen, das macht hier sehr Spaß und viele nette Leute. Ist einfach ein Traumturnier. Wenn du Wiesbaden in nur 3 Worten beschreiben müsstest, was kommt dir dann in den Sinn? 3 Worte, ja. Also traumhaft schön auf jeden Fall. Das sind ja schon 2 Worte. Und einfach das Publikum. Das macht es einfach aus. Die machen alle mit und das ist einfach super schön. Jetzt bist du ja gar nicht nur Springreiter, sondern du hast auch noch einen ganz normalen Beruf. Was machst du da? Ja, also wir haben zu Hause einen familieneigenen Betrieb, eine Metzgerei. Da geht es jeden Morgen früh los, also 4 Uhr. Und da mache ich erst meine Arbeit bis um 2 Uhr ungefähr mittags und dann geht es an den Stall und dann werden die Pferde gemacht. Warum ist es der ganze Aufwand für dich trotzdem wert? Ja, weil ich einfach, wir züchten die Pferde selbst und auch Europa ist ja auch ein selbstgezogenes Pferd. Und wenn ich dann am Ende sehe, wie das Ergebnis dann ist und wie weit wir doch schon gekommen sind als Normalis, sage ich jetzt mal, ist es für mich einfach ein Riesenerlebnis und Ereignis, bei den besten Reiter der Welt mitzuspielen. Hast du deinen Pferden schon mal mit dem Wurf über die Theke gedroht, wenn es nicht so klappt? Nee, also da bleibe ich schon ganz ruhig, weil die kämpfen ja immer, die wollen immer alles richtig machen. Klar gibt es auch mal einen schlechten Tag und hat mal ein bisschen Unglück, aber eigentlich sind die immer 100% für mich. Was sind denn deine Ziele noch mit Europa? Also auf jeden Fall Montag im großen Preis erstmal 0 zu reiten, das ist mein großes Ziel, weil die 2 Jahre davor hatte ich immer einen blöden Fehler, auch immer in der Dreifahrenkombination, das muss ich dieses Jahr ein bisschen anders anlegen. Das ist schon mal ein Ziel fürs Wochenende und dann einfach so lange wie es geht ihn fit halten, dass ich einfach auf großen Turnieren noch mitmischen kann und meinen Spaß haben kann. Und mit deinem zweiten Pferd, was sind da die nächsten Stationen? Vancouver muss jetzt ein bisschen mehr in die größeren Springen reinwachsen, damit Europa ein bisschen erleichtert werden kann, damit es ja, dass er einfach auch mal einen großen Preis geht und ich sagen kann, Europa hat jetzt mal dieses Wochenende Pause, weil es ist ja schon auch eine sehr große Belastung und Anstrengung für die Pferde und das muss man alles ein bisschen berücksichtigen. Und zu Hause gibt es noch Nachzucht in den Startlöchern? Ja, wir haben eine gute Nachzucht und sind halt alle jung, also ich habe viele Nachwuchspferde, junge, aber die muss man halt vorbereiten und erstmal reinbringen in das ganze Geschehen. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall aber noch viel Erfolg auf der weiteren Reise mit allen deinen Pferden und besonders viel Erfolg für den großen Preis in der Dreifachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Dann bis demnächst hier in der Talk Lounge.